Hallo Technikfreaks, ich grüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, um meinen bewegten Bildern und meinen Worten zu folgen. Ich habe hier ein Netgear i8, ein 8-Schacht-Lader, ein intelligenter Laderegler für so eine Powerbank oder eben hier eine Vaporesso Lux. Ich werde euch das da gleich zeigen. Dann einmal hier ein iStick Nano mit einem fest verbauten Akku oder hier eine Asmodus. Die Akkus sind 90% voll mit USB-C Ladebuchse. Und da will ich euch heute mal zeigen, meine neue Errungenschaft, und zwar das WebU2 Testgerät. Das ist dieses kleine Teilchen hier. Indem man hier drauf drückt, geht es einmal an. Das ist ein kleiner Scope. Man kann aber auch jetzt hier als Beispiel umschalten. Da sieht man einmal die Ausgangsspannung des Laders, des Netgear 5,2548 Volt. Es fließt noch kein Ladestrom, weil nichts hier eingesteckt ist. Man kann weitere Funktionen wählen, als Beispiel, wie viel Milliampere man schon in den Akku reingeladen hat, dann wie viel Ampere pro Stunde da reingegangen ist, dann in dem Akku des jeweiligen Gerätes und einige andere Funktionen. Man kann hier das Display, je nachdem wie man will, umschalten. Na, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da jetzt genau bin, warum der mir jetzt hier nicht umschaltet. Jetzt ist er wieder auf dem Kopf. So, dann machen wir das mal anders. Einmal rausziehen und wieder rein. Ist also so, wenn man das Gerät auch so hält, dreht sich das Anzeigeinstrument von ganz alleine. Das gibt's ja noch nicht. Warum geht er jetzt nicht da wieder zurück, wo er am Anfang war? Ja, das ist der berühmte Vorführeffekt hier. Es ist also so, man kann in ein Setup rein, dann braucht man eine reine Stromquelle. Als Beispiel so eine Powerbank, dann hält man die eine Taste fest, man steckt rein, so, jetzt muss ich gucken, so, und jetzt kommt man schon ins Menü. Leider ist nur die englische Sprache wählbar. Warum es so ist, kann ich nicht sagen. Es sind also einige Funktionen, Standby-Zeit, Kontrast des Displays, die Standby-Zeit, dann die Portumschaltung und. Also man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten damit. Einziger Nachteil ist, es war kein Handbuch dabei, man kann es runterladen, aber auch nicht in Deutsch. So, und jetzt versuche ich das doch mal, das so hinzukriegen, dass er wieder dahin springt, wo er hin soll. Das gibt's nicht.
Ja, das ist dann der berühmte Vorführeffekt hier, ne? Also zeige ich euch das Gerät erstmal ein bisschen näher. So, da steht's U2. Einmal oben Eingang, Typ C Eingang, Micro USB Eingang, der normale, den jeder von uns kennt. Dann Typ C der Ausgang. Auf der anderen Seite einmal, wenn man in den Funktionen ist, die Memories durchschaltet, kann man eben die Einstellung, wenn man sie geändert hat, dann auch locken. Dadurch steht da eben OK. Hier ist nochmal ein USB-Eingang, wenn man die Möglichkeit nicht hat, sondern nur noch diese Möglichkeit, kann man das auch nutzen. Und das war es an sich schon. Der Rest erübrigt sich alles von alleine. Nur warum das jetzt so ist, nämlich dass das Display sich nicht in meine Lage hier jetzt rumdreht, das passt mir jetzt momentan gar nicht. Ich hatte vorhin das schon mal ausgetiftelt. Aber wieder noch nicht. Auch wenn ich im Channel zurückgehe. Dann machen wir das jetzt mal anders. So, einmal so. Einmal so. Und jetzt drehen wir das einmal ganz zurück. So, und jetzt steht er wieder richtig so, wie er sein soll. Und jetzt bin ich gespannt, ob er mir auf das Diagramm umspringt. Macht er jetzt auch. Warum nicht gleich so? So, jetzt könnt ihr es besser sehen. Und jetzt zeige ich euch mal die unterschiedlichen Laderegler, wie gut die sind, weil ich habe ja schon immer gesagt, nicht das Problem bei unseren E-Zigaretten sind die Ladegeräte, sondern das Problem ist die Ladeelektronik des einzelnen Akkuträgers. So, jetzt haben wir hier eine Powerbank. So. Die werde ich jetzt mal hier reinstecken. Was ist das für ein Kabel? Das hängt hier lose rum. Hänge ich mir mal kurz um den Hals. So, und jetzt werdet ihr gleich Augen machen. So, der erste Impuls. Jetzt fängt er an zu überprüfen. Und jetzt werdet ihr gleich feststellen. So, ich schiebe das Ganze mal ein bisschen rüber, versuche das mal ein bisschen näher zu holen, damit ihr auch das ein bisschen besser lesen könnt. Na, das war eine verkehrtere Richtung. Ach ja, ups. Ja, komm doch. Ja, ist zwar jetzt nicht hundertprozentig gerade. Och, Mama Mia. Ja, ja. So. War immer noch nicht gerade, aber ihr könnt es sehen. Also ihr seht jetzt 5,3 Volt hat sich das eingepegelt und liegt bei 100 Milliampere. Das heißt, leider ist die Powerbank schon fast voll, dass man da jetzt keine vernünftigen
Messung sehen kann, wie der Laderegler ist. So, ziehen wir jetzt den ganzen Kladderadatsch mal raus. Und ich stecke mal jetzt den iStick Nano da rein. Der wird zwar auch noch nicht ganz leer sein. So, jetzt kommt erstmal wieder der Einschaltimpuls. Pegelt sich ein auf 5,3 Volt. Das ist das untere. Und 900 mA ist hier oben. Also da seht ihr auch, der Akku, der Laderegler ist sehr lineal. Es sind keine großartigen Ausreißer drin. Schaut sehr gut aus. So, jetzt geht er langsam höher auf 1 Ampere. So, die Spannung bleibt konstant, diese 5,3 Volt. Die 1 Ampere verhältnismäßig auch konstant, 1,2 Ampere. Jetzt geht er rauf, wundert mich. Und ihr seht, was da jetzt für Ausreißer kommen. Schon nicht mehr ganz so sauber und linear, wie es sein sollte. Also das ist keine schöne, saubere Ladung. Bei der Elif-Box ist angegeben worden maximal 1 Ampere und ihr seht, wie unsauber der Laderegler arbeitet. Da, jetzt läuft er mal wieder gut. Bei 900 mA bleibt das schön linear, schön sauber. Also vorsichtig, wenn man da einen Handylader hat, der 2 Ampere kann. Und wenn dann der Laderegler so eine Sprünge macht, das sollte doch einem zu denken geben. So, jetzt ziehe ich den mal raus. Und jetzt nehmen wir mal die Lux. Die Lux Nano. So, da seht ihr, der Akku ist nicht ganz voll. So. Und jetzt schauen wir mal, wie es da aussieht. Es sieht also so aus, dass Vaporesso sagt, bei der Lux, die kann locker 2 Ampere Ladestrom vertragen. So, wir liegen jetzt auch bei 5,3 Volt. Die sind aus dem Netgear-Lader. Die bleiben also sehr konstant. Und die beiden Akkus werden jetzt geladen in der Lux mit 1,1 Ampere. Und wie ihr sehen könnt, verhältnismäßig linear. Keine Ausreißer, kein Gezuppel, kein Gespringe und keine Ausreißer wie gerade bei der Elif. Man müsste mal so einen Langzeittest machen und das dann aufnehmen in Zeitraffer.
aber ich will euch auch jetzt nur mal kurz zeigen, für was so ein Messgerät, das hat immerhin auch 39 Euro gekostet, habe ich auch gut und günstig geschossen. Teilweise habe ich gesehen, wollen Anbieter für dieses WebU2 wollen die 50 Euro haben und ich habe 34 oder 35 Euro jetzt bei Amazon bezahlt und habe dann Feature gemacht. Und ich glaube, ich könnte jetzt hier noch eine ganze Stunde quasseln und da würde hier sich jetzt absolut nichts dran ändern. So, ziehe ich die Lux mal raus. Und jetzt nehme ich hier die Asmodus und da brauche ich jetzt USB-C-Kabel. Und auch wenn hier der Akku, die Anzeige mit 90% steht, wollen wir mal gucken, was ihmchen jetzt hier dazu sagt. Dazu fahren wir mal wieder runter. So. So, wie sieht's aus? 5,2 Volt. Es fließt ein Strom von 1,5 Ampere. Und auch da verhältnismäßig bleibt das Ganze sauber. Ich könnte jetzt noch eins probieren. Ich habe hier nämlich noch zwei leere Akkus. Die setze ich mal eben in die SX Mini ein. So, da entstehen ab und zu, habe ich gerade gesehen, ganz kleine Ausreißer bei der Minikin S3. Aber Ladestrom konstant bei einer Ladespannung von 5,2 Volt. So. Jetzt ziehe ich ab und mache jetzt die SX Mini dran. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sich da tun wird. Das wundert mich jetzt, 5,3 Volt, 100 Milliampere lädt nur die SX. Was hat die denn für einen Laderegler? Wann soll das denn fertig werden hier? Ziehe ich noch mal kurz raus. So, einmal wieder rein. Ja, das ist echt der Knaller, ne? 100 Milliampere. Wie voll ist denn der Akku? Also das ist erstaunlich.
5,2 Volt. Der lädt überhaupt nicht vernünftig. Ich habe den USB-Port noch nie ausprobiert bei der SX Mini. Das sind auch jetzt ziemlich alte Akkus. Aber ich werde die mal eben draufschmeißen. Also das will ich jetzt wissen. Und werde hier mal die Akkus reinpacken von, auch wenn die jetzt 90% voll sind, von der Asmodus. So, einmal plus, einmal minus. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Aha, sieht das schon anders aus. So, 5,2 Volt und es fließt ein Strom von 2,2 Ampere. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das bei der SX nicht klappt. So, dann kann ich jetzt hier jetzt nochmal umschalten. So, und da überprüfen, das ist gut. Richtig schön sauber, trotz 2,2 Ampere. Also die SX Mini G-Glass hat einen richtig exquisiten Ladecontroller. Genau wie die Vapresso. Wobei die Asmodus, die Akkus, die jetzt hier geladen werden, gerade in der Asmodus drin war, und da war nur der halbe Strom. Das heißt also, die SX Mini G-Glass kann genau wie die Vapresso ein bisschen mehr Strom regeln wie bei der Asmodus. Finde ich eine feine Sache. Ich hatte früher mal einen Scope mit Tastköpfen, habe ich dann irgendwann alles verkauft. Und manchmal ist so etwas, wenn man das Langzeit aufnehmen will, man kann das programmieren und speichern, zur Not mit der Kamera abnehmen, dann später im Zeitraffer ablaufen lassen, und man kann hier sehr, sehr gut überprüfen, ob eine Ladekontrolle bei einer Box noch funktioniert oder nicht, inwieweit man dann Strom reinschicken kann, was man nicht überziehen sollte, wenn der Hersteller zum Beispiel sagt, maximal 1 Ampere und man hängt einen Lader dran mit 2 Ampere und der Ladecontroller kann das nicht verarbeiten, dann würde man das hier sofort erkennen, wie wenn ich jetzt hier nochmal abziehe. So,
Und jetzt noch einmal die kleine Ile hier dranhänge. So, und da sieht man, die liegt also bei maximal bei 1 Ampere sollte man laden. Er kann jetzt hier 2 Ampere, aber der Laderegler der kleinen Elif sagt, ich bin für 1 Ampere ausgelegt maximal. Die lasse ich auch zu, auch wenn man jetzt hier, wenn man genau hinschaut, dass hier da zum Beispiel oder da jetzt da und hier richtig schöne Schwankungen kommen, da ganz extrem gerade, da sieht man es jetzt, also richtig dolle Impulse, wo der Laderegler der kleinen Elif richtig jetzt schwer zu arbeiten hat, dass der Strom nicht über die 900 mA rüberschießt. Und das ist ja schon ein Knaller, was ihr da seht. Also da würde ich jetzt sagen, an der kleinen Elif sollte man kein Ladegerät dranhängen, womit man Handy lädt. Das kann 10-mal gut gehen und beim 11. Mal knallt es. Ich meine, Netgear ist ein gutes Ladegerät. Das wird dementsprechend nicht so viel Leistung bringen, dass die kleine Elif die Löffel abgibt. Der Port kann ja nur maximal etwas über, was war das, 2, was habe ich gestern gesagt? Was kann das? 2,1 Ampere und höher geht das eh nicht. Da wird also die Elif nicht gleich die Löffel abgeben. Und dann schützt das Messgerät auch noch ein bisschen. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen näher bringen, dass ich in der letzten Zeit eben mein Equipment hier so ein bisschen erhöht habe mit dem Lader und jetzt mit ihm, weil ich Wert drauf lege, wenn ich auf der Arbeit bin, es ist halt so, dass dann auch Leute schon mal technisch Fragen stellen und ich habe das dann mit auf der Arbeit, kann das da zeigen, denn so ein Diagramm wie hier jetzt zu zeigen, das versteht auch jemand, der von Elektronik nicht unbedingt viel Ahnung hat. Und wenn sie dann mit dem Mod kommen und ihr im Ladegerät und sagen, hier stimmt was nicht, kann man sehr, sehr gute Messungen mitmachen. Man muss halt dann nur wissen, was man macht, wo man was reinsteckt. Und wenn man das beherzigt, dann ist man mit so einem kleinen intelligenten Gerät, SMD-Technik oder Micro-SMD-Technik macht möglich, dass man da wesentlich mehr mit Erfahrung bringen kann. Und jetzt, wenn ich jetzt den hier wieder in mein Powerbank stecke, werdet ihr sehen, was da die Luzi abgeht. 5,23 Volt, 4,3, also 0,43, das sind also 400, eine Spitze, 430 Milliampere Ladestrom. Und wenn ich das jetzt hier wieder umschalte auf das Diagramm, da sieht man dann,
wesentlich besser. Und da schaut euch mal an, was die Powerbank, was die für ein, auf Deutsch gesagt, scheiß Ladekontrolle hat. Ist doch nicht mehr schön, oder? Also das sind in den Spitzen 0,40 Ampere, also 400 Milliampere in den Spitzen. Und seht ihr, was das am Zoppeln ist? Das ist doch Wahnsinn, oder? Also wenn so ein Ladekontroller in unsere Boxen wäre, das wäre eine Katastrophe. Schaut euch das mal an. Ist doch lachhaft. Und das Ding kommt natürlich auch aus Shenzhen, ne? Ja, made in China. Eieieiei. Das Ding, das macht ja alles Mögliche. Also wenn das jetzt ein Handy wäre oder ein Akkuträger, da würde ich sagen, liebe Leute, kauft euch ein neues Handy oder kauft euch einen neuen Akkuträger. Also der Ladekontroller, der ist ja der letzte Heuler. Und ich meine, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. So, das soll's gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn der ein oder andere von euch sich das Ding zulegen sollte und ist der englischen Sprache gut mächtig, vielleicht kann er mir das Handbuch mal übersetzen. Muss mal gucken, wie ich da dran komme. Aber im Grunde brauche ich keine Übersetzung. Man kommt sowieso immer mehr und mehr auf einige Funktionen. Je mehr man damit umgeht, dann hat man nachher auch raus, was man da alles mitmachen kann. Ja, er gibt da jetzt die Möglichkeiten an. Samsung, Apple. Also er weiß nicht aufgrund dessen, was das Ding da jetzt macht. Der weiß nicht, was er da dran hat. Ob er ein Apple hat, ob er ein Huawei hat, ob er ein Samsung hat. Der blickt da gar nicht durch. Weil das so ein scheiß Laderegler ist. So, mir bleibt jetzt nur noch eins zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sag tschüss, bye bye. Bis ein andermal. Solltet ihr noch kein Abo haben und euch mit dem Technik E-Zigaretten beschäftigen wollen, dann lasst ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben, Daumen nach unten, wenn nicht, und dann bitte auch Erklärung, warum der Daumen nach unten. Tschüss, bye bye, bis neulich, sagt eure Diane die Smogwolke. Und tschüssi, bis dann. Bye.